Im Oktober 2020 besuchte ich über das Wochenende die Nachbarinsel El Hierro. Zunächst ging es von Gran Canaria nach Teneriffa, wo mich ein Freund abholen wollte. Das Archipel besteht aus insgesamt 7 Inseln. Gran Canaria und Teneriffa liegen in der Mitte, getrennt durch 80 Kilometer Ozean. Hier hole ich mein Routentransportrohr aus dem Sondergepäck. Die inselinterne Fluglinie Binter Canarias bietet diesen Service immer noch kostenlos an. Und dann ging's mit dem Auto auf die Fähre. Ziemlich praktisch, wenn man sich die Mietwagenprozedur auf der anderen Insel sparen kann. Fast 3 Stunden braucht man bis zur westlichsten, kleinsten und vulkanisch jüngsten Insel der Kanaren. Zuletzt 2012 hatte es einen unterseeischen Ausbruch im Süden der Insel El Hierro gegeben. Leider sind wir etwas zu spät im Hafen eingelaufen, aber am nächsten Morgen ging es direkt los. Ja, es dauerte wirklich nicht lang und da hing schon der erste Hornhecht in der Dunkelheit. Verletzte Hornhechte sollte man immer mitnehmen, wie ich auch in meinem E-Book empfehle. Hornhechte sind sehr empfindlich und so würden wir die Räuber füttern, die wir eigentlich fangen wollten. Dann hing auch bei mir einer dieser atlantischen Hornhechte. Uns dämmerte es langsam, dass es hier auf El Hierro nur so wimmelte von diesen Aguchas. Nach Sonnenaufgang war der Spuk schließlich vorbei. Um die Mittagszeit suchten wir nach anderen Spots, wo wir gefahrlos fischen konnten. Denn Wind und Wellen hatten massiv zugenommen. Aufgrund ihrer geringen Größe, die Hälfte der Insel ist bereits durch Vulkanerosion verloren gegangen, machen sich die Naturgewalten wesentlich deutlicher bemerkbar. Meine Jigging-Techniken zu verbessern war ein Ziel auf El Hierro. Vom Ufer aus gibt es viele Stellen, an denen man bis zu 50 Meter Wassertiefe erreichen kann. Bis der Jig am Boden ist, kann das eine Weile dauern, da kann man sich schon mal den Wecker stellen. Ich jiggte mich zum Duracell-Äffchen, jedoch hatte ich nur ein paar Bisse und einen Drillaussteiger. An vielen Stellen der Insel finden sich Lavaflüsse, die geologisch gesehen gestern noch glühend heiß waren. Das Hochplateau von El Hierro ist dagegen erfrischend grün. Hier und da findet man Felder, ein paar Kühe und es wird sogar geritten. Die Insel ist sehr dünn besiedelt, hat dadurch aber auch eine geringe Infrastruktur. Also wenige Geschäfte, hohe Preise und lange Wege. So brauchten wir gut eine Stunde, um diesen lediglich 20 Kilometer Luftlinie entfernten Hafen anzufahren. Aber es hatte sich gelohnt. Schon nach wenigen Würfen bog sich die Route. Ja, und da war mein neuer PW, mein Personal Worst mit der Spinnrute. Aber zurück zum Drill. Zuerst dachte ich, hätte einen verflucht großen Eidechsenfisch dran. Dann vermutete ich einen Zackenbarsch und schließlich... 5 Kilo soll die Rute tragen, die ich schon in einem vorigen Video beschrieben hatte. Na, dann dürfte das ja kein Problem sein. Ja, was für eine Überraschung. Ein großer gemeiner Meerbrassen und das zu einer untypischen Jahreszeit. Ich hoffe, man kann es in hoher Auflösung erkennen. Abends im Hafenbecken ärgerten uns die Barracuda. Sie wollten offenbar nur spielen. Wahnsinn! Schnell die Unterwasserkamera, die Go Fishcam montiert, um diesen Moment festzuhalten. Und da kam auch schon ein Barracuda hinterher. Blöd nur, dass sich der Köder verhängt hatte. Ups, Bonitos waren auch da. Ohne Unterwasserkamera hätte ich davon nichts mitbekommen. Beutefische, Amberjacks, ja und Hornhechte sowieso. Oh, ein großer Hornhecht. In der Dunkelheit waren die Hornhechte wie versessen auf unsere leicht phosphoreszierenden Needlesticks.
Ja. Ja, die beißen aktiv. Die beißen aktiv da rein, wenn sie merken, wir hängen irgendwo fest. Mehrfach mussten wir die Vorfächer wechseln, weil die Hornechte ständig die Schnur beschädigten. Und dann hing fühlbar doch mal was anderes dran. Nee, boah, gut, aber gar nicht so groß. Jetzt brauche ich doch das kleine Gaff. Ja. Ja. So groß ist er gar nicht. Die Größe angefühlt. Hornechte, Barracuda, das Essen war gesichert. Ich jiggte im Dunkeln noch etwas herum und fühlte plötzlich etwas sehr Merkwürdiges an der Angel. Ein großer Pulpo, eine Krake, hatte sich in meinen Leuchtjig verliebt und wollte den auch nicht wieder hergeben. So ganz mit leeren Armen wollte er wohl nicht wieder in seinem Element verschwinden und hatte sich für meine Taschenlampe entschieden. Nächster Morgen gleiches Spiel, auf der Suche nach etwas anderem als Hornecht. Ruhig so dicht wie möglich mit voller Geschwindigkeit und dann stoppen direkt vor dem Ufer. Nicht langsamer werden. Auf den anderen Kanaren würde man sich freuen, doch jetzt nervte es langsam. Wir haben schon nicht mal mehr gezählt. Für ihr geringes Gewicht sind es aber außerordentlich kampfstarke Fische. Dieser hier hatte bei seinen Sprüngen und rasanten Fluchten gleich die Schnur meines Nachbarn mitgenommen. Immerhin konnte der Fisch schnell befreit werden. Später kam noch ein fetter Windknoten hinzu. Dann erstmal heim den Barracuda essen. Äußerst lecker, was er da so zaubert. Ein Koch ist eben systemrelevant. Und da war auch schon der letzte Abend. Ich versuchte es von einer kleinen Mole im Inneren des Hafens. Aufgrund des geringen Angeldrucks wird das auf El Hierro geduldet. Auf anderen Kanareninseln ist es streng verboten. Es tat sich nicht allzu viel an diesem Abend, bis ein guter 90er Barracuda hatte sich dann doch noch in den Needlestick Albino verliebt. Am Tag des Aufbruchs hatte sich der Wind gelegt und auch das Meer beruhigte sich. Schade auch. Naja, dafür konnte ich meine Drohne steigen lassen, was die letzten Tage unmöglich gewesen war. Fazit: El Hierro ist eine wunderschöne einsame Insel, ideal für Taucher, Angler oder einen Kurzurlaub. Ich würde trotz der langen Anreise nochmal hinfahren.